Meiner Meinung nach muss grüne Politik in den kommenden Jahren dafür Sorge tragen, dass sich die Menschen in den ländlichen ostdeutschen Gebieten nicht länger abgehängt fühlen. Andernfalls ist der Mauer in den Köpfen nicht beizukommen. Das bedeutet, wir als Grüne müssen uns dafür einsetzen, dass Infrastrukturen stärker ausgebaut werden, sei es im Bereich des ÖPNV, aber eben auch in dem Bereich des eigentlich so banalen schnellen Internets, was in den meisten großen Städten schon längst eine Selbstverständlichkeit ist. Die Schaffung von Gleichwertigkeit ist meine Vision grüner Politik in den kommenden Jahren, um weiter Mauern in den Köpfen einzureißen. Insbesondere müssen Lohnunterschiede zwischen Ost und West als auch zwischen Frau und Mann abgebaut werden. Gedanklich und reale Grenzen sind nie die Lösung, sondern nur noch Auslöser für mehr Probleme. Die sogenannte Mauer in den Köpfen basiert, wie in vielen anderen Fällen auch, auf Vorurteilen und Vorbehalten gegenüber anderen, die man wenig oder gar nicht kennt, deren Erfahrungen man nicht kennt und teilt und vielleicht auch nicht nachvollziehen kann. Um solche Vorbehalte und Vorurteile abzubauen, ist es immer wichtig, miteinander zu reden, einander kennenzulernen, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, sich auszutauschen und nicht so sehr, wie es meistens passiert, übereinander zu reden. Also ich beobachte schon noch starke Mauern zwischen Ost-West, West-Ost und ich beobachte auch, dass aktuell immer wieder Mauern auch hochgezogen werden. Unter anderem, weil Glauben, Meinen, Wissen sich völlig verschwimmen. Und daher will ich mich als grüne Politikerin dafür einsetzen, für eine unabhängige Wissenschaft und damit eine aufgeklärte Wissensgesellschaft ermöglichen. Wir leben in einer Welt, in der nationalistisches Denken wieder aufkeimt und autoritäre und illiberale Systeme erstarken. Gleichzeitig stehen wir vor existenziellen globalen Herausforderungen wie der Klimakrise. Wir brauchen darauf europäische Antworten anstatt Mauern in den Köpfen.